Und wir kommen zurück zur nächsten Aufnahme. Wir sind gleich in Tegenmaus. Ich habe in der letzten Folge so viele Punkte verloren. Die sind alle böse zu mir. Die mögen mich nicht. Und wir sind Tegenmaus. Ich hoffe, ich kriege meine Punkte wieder zusammen irgendwie hier. Vergleichen Sie als Fahrdienstleiter um 3 Uhr MESZ mit Stellen, die sich auf den Zugmeldeberuf zu melden haben. Uhrzeit anhand Ihrer persönlichen Uhr. Reisen Sie die Übereinstimmung mit der Zeitanzeigen nach durch den Eintrag Uhrzeit, Uhrenzeigen richtig nach MESZ. Ja. So kompliziert, wenn ich mal machen muss, um die Uhr vorzustellen. Das ist ja richtige harte Arbeit. Vergleichen Sie als Fahrdienstleiter nach den Umständen der Bahnuhren mit Stellen, die sich im Zugmeldeberuf zu melden haben. Gelesen. Die Uhrzeit anhand der umgestellten Bahnuhren. Reisen Sie die Übereinstimmung der Zeitanzeige mit dem Eintrag Uhrzeit Bahnuhren zeigen richtig nach MSZ. Der richtig gleiche Text fast hier. Bloß ein anderer Betreff. Ne? Und wir wechseln gleich das Gleis wieder. Jum. Ja, 59 Punkte. Nicht wieder so schnell werden hier, Andreas. Und jetzt kannst du Gas geben. Die Stunde von 2 Uhr bis 3 Uhr erscheint bei der Beendigung der MESZ doppelt. Wobei die erste Stunde MESZ als 2A, die zweite Stunde mitteleuropäische Zeit MESZ als 2B bezeichnet wird. Fügen Sie diese Bezeichnung bei Aufträgen und Meldungen, die eine Stundenangabe enthalten, sowie bei den entsprechenden Einträgen. In die Unterlagen der Stundenbezeichnung hinzu, zum Beispiel 2a Uhr Minuten bzw. 2b Uhr sowieso Minuten. Ja, kompliziert. So, nächster Halt ist Newton Abbot, Plattform 1. Am Tag der Beendigung der MSZ müssen Sie die persönliche Uhr bis 1.45 Uhr in 1 Stunde auf 0.45 Uhr zurückstellen. Und bezüglich des Minutenbedauern gar nicht mit einer Bahnuhr verglichen haben. Schon wieder dasselbe, bloß andersrum, ne? Der Zeitpunkt der Bahnuhr von 2A59 auf 0 Minuten gilt die MEZ 2B00. Und ab diesem Zeitpunkt verlässt nur noch die Zeitanzeige Ihrer persönlichen Uhr. Keine andere Uhr. Macht die Bahn kaputt. Vergleichen Sie als Fahrdienstleiter um 2B00 MEZ mit Stellen, die sich auf den Zugmeldeberuf zu melden haben. Die Uhrzeit anhand der persönlichen Uhr. Reisen Sie die Übereinstimmung der Zeitanzeigen zeigen nach durch den Eintrag Uhrzeit Uhren zeigen richtig MEZ. Vergleichen Sie als Fahrdienstleiter nach den Umständen der Bahnuhr mit Stellen, die sich auf den Zugmeldeberuf zu melden haben. Die Uhrzeit anhand der umgestellten Bahnuhren weisen Sie die Übereinstimmung der Zeitansage nach dem Eintrag Uhrzeit. Bahnuhren zeigen richtig nach MEZ. Derselbe Text, aber zweimal hintereinander. Nein, es ist sehr komisch hier bei der Bahn. Wenden Sie auf Betriebsstellen mit unterbrochener Arbeitszeit die Bestimmungen sinngemäß am Tag der Arbeitsaufnahme an. Also nicht um 3 Uhr kurz mal zur Arbeit gehen und dann wieder schlafen gehen. Nee, nee, kannst du am nächsten Morgen machen. Während der Umstellung der Bahnuhren weisen selbsttätige schreibende oder druckende Geräte mit Zeitausdruck eine falsche Uhrzeit aus. Treffen Sie die Maßnahmen, die Sie bei Störungen dieser Geräte vorgeschrieben sind. Nehmen Sie nach Abschluss des Umstellvorgangs der Bahnuhren einen Probedruck vor. Wenn Sie dabei Übereinstimmung mit der richtigen Uhrzeit feststellen, gelten die Geräte wieder als ordnungsgemäß geeignet. Alles so komisch geschrieben.
Treffen Sie nach Abschluss der Wache. Umstellmaßnahmen. Hey! Uhren mit abweichender Zeitanzeige an, gilt die Anzeige Ihrer persönlichen Uhr. Ja, das waren alles die Bahnuhren und so, wie man das handhaben muss. Und es ist nicht so einfach nur auf die Uhr gucken, ja, jetzt ist so gespielt. Man muss genau die Richtlinien einhalten, wann, wie und wo die Uhren gestellt werden dürfen. Dann wird ein bisschen interessanter. Jetzt geht's sich los. Und bei 1 ist langsam fort. Eventuell rot sogar. Ich glaube nicht. Ja, immer diese Uhrenumstellerei. Das nervt wirklich. Aber mich betrifft das nicht mehr so doll. Ich muss nur meinen PC und so überwechseln und das war's mir auch schon. Nichts mehr mit der Bahn am Hut, außer wenn ich damit zur Arbeit fahre. Das Einzige. Aber ich muss da nicht mehr arbeiten. Außer hier jetzt für euch hier fahren. Ich habe das schon wieder so versiegt hier. Ich habe so viel Geld verloren, so viele Punkte verloren hier. Das ist echt Wahnsinn. Schwer werden hier. Schon verspätet, wieder hier. Wie gesagt, ich muss 700 Punkte erreichen, aber ich habe so viele Punkte verloren, das ist so ärgerlich. Dann fahren nur 33, da 40 fahren die Leute. Ich schaue nicht hier, warum nicht mehr hier. Vorsicht, weiche Andreas, weiche von mir. Newton Abort. Wer jetzt aussteigen will, soll aussteigen. Platform 1. Und wir sind gleich in Newton. Vor, dass sie nicht so nass werden, die Leute. Ganz angebracht bei den Reden hier. So, jetzt können wir bremsen. Ah, du musst ein bisschen herkommen. Wir fahren pünktlich ab, also lauf. Ich bin hier. Allgemeines. Es gibt Bahnanlagen der Bahnhöfe, der freien Strecke und sonstige Bahnanlagen. Also es gibt einzelne Bahnanlagen für die Bahnhöfe, für die freien Strecken und sonstige Bahnanlagen. Also Rangierbereiche, was auch immer, Kehren, Abstellanlagen, auch wie man es auch mal nennen mag. Aber also, bis leider zu spät. Wir fahren schon wieder ab hier. Der ärgert sich jetzt bestimmt, hat einen Zug verpasst, weil er so langsam gelaufen ist. Ah, es gab mal einen Triebfahrzeugführer oder was da war, oder so ein Bahn. Fuzzi, den Triebfahrzeugführer mal erzählt. Da ging einer mal ganz gemütlich zur Bahn, ein Mitarbeiter. Und jedes Mal haben die mal Verspätung gehabt mit den Typen, weil sie ihn mitnehmen wollten. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt reicht's uns. Wir machen die Türen zu und fahren vor seiner Nase weg. Dann hat er sich aufgeregt. Wurde mir zumindest so gesagt, ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so lustig ist, wenn die Bahn für dich wegfährt und diesmal halten sie extra für dich und warten etwa 2 Minuten länger. Aber dann sagen sie, ich habe den Zug verplant, ich muss glücklich sein. Und dann lassen wir mal kurz ein bisschen warten in der nächsten Haltestelle. Ne? Ja, gleich ist recht für alle. Wer zu spät kommt, der muss draußen stehen bleiben.
natürlich auch mit unserem gerade hier mit dem Schwarzgekleideten. Und gleich werde ich erklären, was eine Betriebsstelle ist. Laut den Bahnrichtlinien. Nächster Halt ist Tokwai, Plattform Born, in 5 Meilen. Ich bin auf 45 fahren. Shit. Also ich werde niemals 700 Punkte mehr erreichen, das weiß ich jetzt schon. 500, 600, nee, es wird nichts. Noch 2 Stationen. Eigentlich passiert ein Wunder. Ich habe ein bisschen was geschenkt bekommen. Ich muss die Tour nochmal machen, aber ohne euch. Betriebsstellen sind Bahnhöfe, Blockstellen, Abzweigstellen, Anschlussstellen, Haltepunkte, Haltestellen, Deckungsstellen oder Stellen in den Bahnhöfen oder auf der freien Strecke, die der unmittelbaren Regelung und Sicherung der Zugfahrten und des Rangierers dienen. In den örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter und Betriebsstellen sind Anlagen und Einrichtungen der Betriebsstellen genannt. Also das sind Betriebsstellen. Alles, was da mit der Zugführung, Zugstellen und so, das geht alles zum Bahnbetrieb. Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke. Als Grenze zwischen dem Bahnhof und der freien Strecke gelten im Allgemeinen die Einfahrsignale oder Trapeztafeln, sonst die Einfahrweiche. Bei besonders örtlichen Verhältnissen kann in den örtlichen Richtlinien für Mitarbeiter auf Bahnbetriebsstellen die Grenze anderweitig festgelegt sein. Bahnhofsgleise und andere Anlagen neben den durchgehenden Hauptgleisen, die über die Grenze hinausreichen, gehören zu den Bahnhofsanlagen. Ich wüsste schon mal, was eine Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke ist. Sobald man das Einfahrtssignal überfährt oder die Einfahrtsweichen, ist man sofort aus dem Bahnhof draußen. Und zur freier Strecke. Bahnhöfe und Bahnhofsteile. Bahnhöfe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, halten, kreuzen, überholen oder wenden dürfen. Bahnhöfe können in Bahnhofstellen unterteilt sein. Die Bahnhofstellen können durch Zwischensignale gegeneinander abgegrenzt sein. Blockstrecken. Blockstrecken sind Gleisabschnitte, in denen ein Zug nur einfahren darf, wenn sie frei von Fahrzeugen sind. Es gibt Blockstrecken für signalgeführte und für LCB-geführte Züge. Wir sind gerade so eine Blockstelle drin, bis wir da in 0,5 Meilen die nächste Signal haben, ist die nächste Blockstelle. Dazwischen darf sich kein Zug aufhalten, ansonsten ist das Signal rot, wie das bei mir hinter mir ist. Also darf keiner sich reinbewegen in diese Blockstelle. Der Zug beschleunigt sehr, sehr langsam. Wir haben grün. Da gibt es wieder, weil wir 45 Meilen fahren müssen. Und jetzt sind wir in der neuen Blockstelle drin. Ne? Blockstrecke. Ich glaube, auf hier. Ne? So, schon mal langsam runtergehen hier. Blockstellen. Blockstellen sind Bahnanlagen, die eine Blockstrecke begrenzen. Es gibt Blockstellen für signalführende Züge und für LCB-Züge. Was er gerade vorgelesen hat. Oder gesagt habe, was er gesagt. So. Ja, ja, ich weiß. 45 dürfen wir nur vorn.